Und da sind wir wieder bei der neuen Folge von Tales of Zestiria. So. Wir machen heute natürlich noch weiter die Nebenaufgaben. Jetzt sind es ja nicht mehr viele. Und ja, vielleicht. Vielleicht funktioniert es, dass wir heute schon mit der Story weitermachen. Aber mal schauen. Hidden Rolanze. Okay, Rolanze. Ja. Und wer braucht nochmal die Federn? Okay, das geht auch noch nicht. Das sagt mir jetzt auch nichts. Gasthaus weiß ich jetzt auch nicht. Welchen Gasthaus? Pendrago. Okay, Pendrago. Ja, hier auch Pendrago. Godudin. Also, an Nebenaufgaben gibt es jetzt ein paar Unbekannte, die ich jetzt nicht weiß. Dann da oben dieser Schmelztiegel. Ist egal. Der Schmelztiegel und Godudin. Und weil wir jetzt schon in der Nähe von Godudin sind, werden wir dorthin gehen. Und wir werden hingehen. Denn ich möchte mal schauen, ob ich jetzt... Also beim letzten Mal, als ich hier war, habe ich ja immer 0 GK bekommen. Und jetzt anscheinend nicht. Finde ich nice. So. Oh. Er hat mich 2-Hit KO'd. Boah, aber sie sind doch noch schwer. Und diesmal habe ich übrigens aufgepasst wegen dem Nachsynchronisieren. Also wegen der Audioaufnahme. Dass ich da nicht entweder doppelt oder gar nicht aufnehme. Dass ich doppelt aufgenommen habe, ist mir auch schon mal passiert. War nicht so geil. So, und jetzt sind wir in Godudin. Sranji-Sonchou ni iyou ka ne?
同志の名にかけて直してみせる。どうして、あんたが？ははははは、同志とバレてしまったか。そう、私こそ噂の同志マルフ。僕たちが全く見えないのに。さすが同志様ね。君は見たところ、同志に憧れているようだね。気持ちはわかるが、よした方がいい。同志とは世間の無理解にさらされながら戦い続ける孤独な存在なのだから。 とにかく村長のことは任せてくれたまえ。この同志マルフォに。病気の原因はやっぱり汚れかな。信じるの？あんなのの言うことを。ですが村の汚れが増しているのは事実ですわ。 まずは五度神の加護を復活させよう。村長さんと話すのはそれからだ。分かった。本物の同士の仕事だもんね。 Mhm. So. Was ich mir jetzt gedacht habe, ist, dass wir wieder mal unser Aussehen verändern. Sind ja schon lang genug so herumgelaufen. Naja, die Maske können wir noch lassen. Die kam noch nicht so zur Geltung. Aber Frisur. Vielleicht wieder mal die Hirtenkleidung. Machen wir mal Rucksack bei ihm. Bei ihr weg. Machen wir bei ihr mal eine alberne Brille. Okay, das ist ein bisschen zu viel. Nee, das nicht. Machen wir bei ihr ein anderes Schwert. Ah, das sieht nicht so gut aus. Hörner hatten wir bei ihr schon mal nicht. Okay, das passt irgendwie. Hier hatten wir auch schon die ganze Zeit diese Gewänder. Machen wir es wieder normal. Kumpanmaske. Ja, warum nicht? Das haben wir jetzt schon verändert, aber... Da machen wir wieder die alternative Farbe. So. Bei ihm haben wir auch schon die ganze Zeit einen linken Scheitel, deswegen... Okay, Kabul sieht man nicht. Er mag ja Hunde, also können wir das lassen. Okay. Gut. So, jetzt ist da ein Gespräch irgendwo. Hier. Ich habe einen gesehen. Einen echten Dreckegel in der Ida-Höhle. とにかく警戒心が強くて捕捉が厄介な氷魔ですわ。 Sind ganz schön viele Hühner hier. Ich glaube ja... Moment, jetzt muss ich da schauen.
Ja, okay, wir müssen in die Igerhöhle. Aber, Moment. Machen wir wieder verschmelzen. Bam. Das ist noch versiegelt, das lassen wir. Da ist auch noch einiges versiegelt. Versiegelt, versiegelt. Versiegelt, versiegelt. Okay, dann war's das. Oh, nee, doch nicht. So, jetzt aber. Und jetzt gehen wir zu unserer Ausrüstung und schauen mal, da haben wir zum Beispiel schon maximal, da sollten wir was anderes hineingeben. Aber alle haben den Angriff runter. Das noch am wenigsten. Okay. Da haben wir noch nicht maximal. Okay. Da ist was maximal. Ja, komm, mach mir das. Bernsteinstiefel. Okay, damit es nicht mehr, oder? Oder Kalzitstiefel. Ja, komm, Kalzitstiefel. So. Okay. Dann würde ich sagen, teleportieren. Oder Moment, vielleicht müssen wir hier im Gasthaus nächtigen. Oder essen. Nehmen wir einen Topf. Ah. Nani stenno? ああ。あのやたら時間のかかるあれ装備品の秘めたる力を抽出し、新たな装備品を生み出す。素敵ですよね。素敵ね。天族にはたっぷり時間がありますもの。こういう趣味もいいものですわよ。それ趣味なの? Aber ich glaube fast nicht, dass das jetzt eine Nebenaufgabe war. Ich werde es noch weiter probieren, hier. Nehmen wir jetzt mal Folienkartoffeln. Oder Kebab-Pizza. Nehmen wir eine Kebab-Pizza. Ah, nichts mehr. Nun gut. So, Höhle. So, ich habe in dieser Igerhöhle noch keinen Speicherpunkt. Na gut, dann gehen wir halt zu Fuß.